Dafür. Das ist ja nix. Ja. Ah, ist ja wieder Tag. Yep. Ah, Inventar hermachen. Ja, ich kann auch schon nicht mehr mit den Knochen immer wegschmeißen nach dem blöden Bogen. Pfeile kann ich immer weg. Glaube ich. Ja, jetzt wieder ein, aber. So. Oh, Ich hab Mist. noch Spitzhacken, wie mehrere, aber aus dem Bier nichts. Nein! Ey, ich hasse Creepers. Moment, bringen wir die. Och man, Creepers, warum? Wir haben euch nie was getan. Oh, ich schmeiß mal Kopf. Hab ich. Stimmt, wir haben nie was Creepern getan. Wir haben Nö. uns immer nur gewehrt und das zählt ja nicht. Richtig. Weil Eigenwehr und so. Die haben gerade unser schönes Haus beschädigt. Können Sie nur. Der hat eiskalt hinter der Ecke gewartet, der Bastard. Ah, so ein Camper also. Ah. Ja. Okay. Aha, ja, eine tolle Idee. Wir können ja gleich noch ein bisschen nachher noch nach der Aufnahme ein bisschen nach die Comic spielen, je nachdem wie spät es ist. Ja, könnte man machen. Und dann Let's Fail at Arctic Comic Aufnahme, beziehungsweise in meinem Fall Let's Fail. Können wir machen, wenn du Lust hast, können wir das machen, habe ich kein In deinem Problem. Fall, ist es ja eher Let's Win. Ja, relativ gesehen, also es gibt Ja auch. komm, also ich fail, obwohl ich ja so schlecht bin ich ja eigentlich gar nicht, glaube ich. Also ich bin ja selten auf dem ganz unten. Meistens bin ich ja irgendwo so 3, 4 oder so. Ja, das liegt aber auch an Aber du bist den. ja meistens ganz oben. Ja, meistens, aber es kommt immer darauf an. Also da sind auch echt Leute dabei, die Ja. sind sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, entweder sind sehr, sehr gut oder sie spielen unsauber. Wobei man natürlich nichts vorwerfen will, aber irgendwo, wenn die Leute zu gut sind, nur bestimmte Sachen dauernd machen, dann denkt man halt, ja, da ist was nicht mit rechten Dingen, so ungefähr. Auf Das welchen st Schichten kommt Gold überhaupt vor? irgendwo bei 20. 2, 4, 2, also ab 20 irgendwo und dann runter. Irgendwie so in dem Dreh. Oder 24 irgendwie. Da müsste es ja auf Ebene von der Dinge schon sein, von der Schlucht. Ja, prinzipiell sollte da was sein, aber da habe ich nichts gefunden. Ja, ich grab ein bisschen tiefer. Einfach mal. Einfach gefühlt technisch. Ja, Oh, ich. Nikolait und Zinn. Das. Ja, ich habe hier Kohle, Eisen, sowas finde ich alles, aber. Und Redstone habe ich jetzt gerade gefunden, mal. Du bist direkt über mir quasi. Ja, ich Gell? bin gerade auf 15. Ja, du bist aber über mir. Wenn du nach unten guckst, dann siehst du. Gerade weggegangen? Glaube ich, gerade weggegangen. Ja, du bist ganz in der Nähe. Rubin. Ja, die ersten Folgen werden jetzt langweilig sein, weil viele Ressourcen sammeln. Aber was Ja, soll man machen? Was soll man machen? die ersten Folgen werden definitiv sehr langweilig jetzt, im Moment, weil wir jetzt erstmal wirklich richtig viel Sachen brauchen. Oh. Bis wie der letzten Aufnahme war ja nicht schlecht prinzipiell, aber halt das Problem war da halt, dass wir eigentlich zu wenig mal zwischen. Oh, ich habe Diamanten gefunden. Das Problem ist, mein Inventar ist aber voll gerade. Oh. Ja, ich guck gerade, was ich noch wegschmeißen kann. Pfeile. Problem war halt da, aber dass wir halt oft losgelaufen sind. Ich hatte mir so jetzt überlegt, ob wir nicht jetzt quasi erstmal losgehen und wirklich sammeln, 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 damit wir erstmal nicht so oft gleich loslaufen müssen. Weil das letzte Mal war irgendwie ein bisschen, ja, ein Ja, bisschen uncool. aber diesmal, wir haben ja sowieso erst überhaupt ein bisschen abgenommen. Wir machen ja auch jetzt Offscreen Sachen, mehr Sachen und von daher. Ja, es ist Im das. Endeffekt brauchen wir eigentlich machen, können wir jetzt eigentlich so halten. Ja, kommen die ersten zwei, drei Episoden, vier, fünf, je nachdem, wie lange wir jetzt aufnehmen, machen wir halt Farm und danach wird das Farm halt Offscreen gemacht. Ja. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie ganz spezielles Höhlen erkunden, dass man sie ab und zu doch machen, doch finde ich schon. Ja, Also ja. wirklich Höhlen erkunden, Ja, 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 ja. Ach, ich meine schmeiß ich. mal das Weizen weg, dafür nehme ich lieber. Und ja,
Höhlen und Kunden ist ja eigentlich auch ganz cool, finde ich. Ja, da habe ich auch kein Problem mit. Das können wir definitiv machen. Höhlenerkundungen selber, also reine Höhlenerkundung, natürlich mit Rohstoffen sammeln, ist hätte. Ja, natürlich, also. Wenn wir schon da sind, dann nehmen wir natürlich auch die Rohstoffe mit, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Aber Ja. da bin ich auch dafür, dass wir das halt so machen, dass wir dann mal zwischendurch so eine Höhlenerkundung machen, auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Ja, eigentlich, ich finde es ein doof, was ich auch. Ich mache ja auch gerade ein bisschen dieses Deep Mining, aber. Ja, es bleibt aber Ja. gerade nicht aus, weil es wirklich, es geht halt einfach prinzipiell schneller, weil du halt schneller an Ressourcen kommst. Weil halt wirklich, ne? Ja, man kann. Ich habe keine weiteren Höhlen jetzt großartig in der Nähe gesehen. Das ist das. Ja, sonst würde ich ja in eine Höhle gehen, aber ist ja nichts zu sehen hier in der Nähe. Zumal, weil wenn du Höhlen hast, wenn. Also. Meinen subjektiven Erfahrungen nach findest du in Höhlen schneller was. Ja, das ist richtig. Das ist wohl wahr, aber man muss dazu sagen, wenn man jetzt losgeht und halt dieses Strip Mining betreibt und dann das auch, ja, wie soll ich sagen, halt ausgiebig macht, also wo es dann halt größer ist, schon, bist du im Endeffekt schneller. Also ich habe ja jetzt auch im Prinzip ja meine Idee, also meine Hoffnung, sage ich mal so, war jetzt auch gerade, dass ich mich jetzt hier, also quasi im Strip Mining in eine Mine buddel. Das war halt meine Hoffnung, aber. Ja, aber ich glaube, dafür bist du ja nochmal, um in die Mine reinzubuddeln, bist du glaube ich auf 6 oder so, auf der bisschen sehr tief für. Oder Eigentlich nicht? nicht, also die sind überall, also das kann sein, dass hier auch was ist, aber ich habe Ja, irgendwie. aber meistens sind sie ja noch ein Ticken höher. Ja. Ah, hier ist Marmor. Also, und der Marmor war nicht offen, meine ich. Ja. Meistens ist Marmor an Höhlendecken. Ja, das Und so. stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ich habe 5 Diamanten auf jeden Fall gefunden schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Und jede Menge Nikolait. Aber ich muss jetzt langsam zurück, weil mein Inventar extrem voll wird langsam. Wir müssen mal gucken, was wir diesmal als erstes bauen mit Diamanten. Ja. Toll. Auch so langsam die Fackeln aus. Ich benutze schon mittlerweile, also ich habe jetzt auch keine Spitzhacken mehr. Ich benutze jetzt die Bronzespitzhacke gerade schon, um zu buddeln hier. Aber es sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich habe so viele Rubine und so gesammelt im Moment. Ich habe jetzt 6 Rubine, 9 Saphire und ein Green Saphir. So heißen die übrigens jetzt. Ja, habe ich schon gesehen. Also, ja, ich habe unter dem Eimer ist glaube ich noch eine Schlucht. Bin Ja. mir doch, das ist eine andere. Müsst doch, das ist eine andere. Ich hab Marm und ich hab Lava. Also ich höre sie zumindest. Hört. Ja, ich habe ja auch Lava direkt neben mir, mehr oder weniger. Keine Ahnung, du kannst sein, dass du da daneben. Ich habe auch ganz viele Spinnen. Ganz viele Spinnen, groß oder kleine? Also, ich höre ganz viele Spinnen. Da irgendwo eine Mine, irgendwo ein Schacht bei dir. Also entweder ein Minenschacht, je nachdem, was es gerade für Spinnen sind. Oder halt eine Schlucht oder irgendwie sowas dann. Ja, es ist eine Schlucht. Hab ich. Oh, yeah, hier ist ein Dungeon. Dungeon ist schon mal sehr gut. Ausfackeln und gucken, was drin ist. Ja, Spinnen wahrscheinlich. Nee, ich meine in den Kisten da. Also, ja. Ja, also ich habe jetzt auch keine Fackeln mehr. Ich gehe jetzt mal zurück. Ich die Hälfte hier schon liegen lassen, weil mein Inventar voll ist. Also Steine, Dreck und Erde und diesen ganzen Kram. Aber Steine nehme ich noch auf den Rücken. Ein bisschen Platz habe, jetzt haben wir nichts mehr. So. Hoffe, dass ich wieder zurückfinde. Meinem komischen Schacht, den ich hier gebuddelt habe. Es ist halt, weil ich hier kreuz quer durchs Bild eingelaufen bin gleich. Ich glaube, in die Oh. Richtung muss ich. Gar nicht. Dann. Uiui. Vor allen Dingen ein bisschen anders machen sollen. Ah, hier, ja doch, ich bin richtig. So, dann mal hier raus. Dann hier weg. Jetzt Das sind ich. normale Spinnen im Übrigen. Ja, dann.
Nee, hätte sein können, dass da vielleicht ein quasi ein Minenschacht oder sowas halt ist. Ja, klar, natürlich. Weiß man ja immer nicht hier. So, jetzt mal nach oben schwimmen hier. So, wollen wir mal gucken. Mit unserem Oh, ein coolen. verzaubertes Buch mit Schutz 3. Ja, relativ gut. Also ist jetzt nicht so der. Wenn du jetzt gesagt Aber hättest, immerhin, ne? ja, aber wenn du jetzt gesagt hättest, verzaubertest du Glück 3, dann hätte ich gesagt, ja, gib Nee, her. das hätte ich ja erst behalten. Dann behalte Shiny ich die Diamanten. Wow. Ingot. Hier ist, hier Dingens, ein Stahlhelm. Kannst du Da. ja gleich anziehen. Ja, ich gehe jetzt erstmal nach Hause, Inventar leeren. Und dann gucke ich mal. Also erstmal Kisten, vor allen Dingen Kisten noch gleich bauen. So, Spinnenspawner. Also direkt wenn du hochgehst zurück zum Haus, da ist ja irgendwo auf der linken Seite, weil so war ja, es ist ja Marmor gewesen, so eine Ja, Ecke. ja, ja. Da habe ich mich reingebuddelt. Okay, Da habe ich den Spawner gefunden. verfolgt ein Skelett mit Goldrüstung. So, jetzt packe ich erstmal alles raus, was ich. Ich brauche erstmal eine Kiste. Das hier nicht. Gerade. Mach hier gleich mal 8 Kisten am besten. Kannst, ich zeig dir das gleich einfach mal eben. Hier ist Ja. definitiv noch eine Schlucht. Also hier ist noch eine Schlucht. Erstmal ein paar Kisten hier aufgestellt. Stimmt, die Kiste hätte ich mitnehmen können, aber ich habe keinen Platz drauf. Naja. Ja, ich hatte auch gesagt, ich habe auch keinen Platz in meiner Tasche. Stirb, Schwein! Gerade erstmal ein kleines Schiff bringen selber bei mir. Scheiß Quarzkristall, braucht kein Mensch. So, ich kann ja hier nicht. Ich will immer sortieren und per Shift-Klick oder Shift und Steuerung immer die Sachen in die Kiste packen. Geht ja nicht. Ja, geht leider nicht, da hast du recht. Ja, das ist. Voll, man ist da voll dran gewöhnt. Oh Sache. mein Gott. Ah. So. Da habe ich noch mehr Oh was da mein Gott, oh reingepackt. mein Gott, ich werde erschossen, ich werde erschossen, ich werde erschossen. Lass mich rein! Oh! Ich habe noch ein halbes Herz. Okay. Ja, ich bin auch hungrig, also. Achso, ja, ich muss auch gleich was essen, sehe ich gerade, wenn du es gerade sagst. So. Mal, ich räume hier gerade mal schon mal die Kiste vor. Juckt die Nase. Das ist schlecht. Ja, es ist meistens so schlecht. Eine Steinkiste kann auch Kies mit Marble und sowas sein, Ja, oder? da kann alles ein so erstmal rein. Hier hast du einen Stahlhelm. Aus wie Darth Vader. Hier mit. So, halt. So. Das ist jetzt bis jetzt meine Ausbeute, was da drin ist. Also nicht alles Ja, halt. ich hab da schon zugesteckt Ja, hier in der ich hab's Kacke. gerade auch gesehen. Kann ich Glas? Hast du eine bestimmte Truhe? Nö, im Moment noch nicht. Ist auch erstmal egal. Also Glas, das sortiere ich später nochmal. Weil die Kiste hier aus der Mitte muss dann auch noch irgendwann raus und so. Aber das ist erstmal uninteressant. Oh. Ja, wichtig war mir jetzt erstmal so die ganzen Rohstoffe, so Eisen und diesen ganzen Kram, dass das hier mal. Ja. Ach, Mr. Zombie klopft schon wieder an hier. Ja, der macht voll den Lärm hier, ey. Ja, ich weiß gar nicht, ob das meinem Ton gerade so passt. Ich muss gerade mal gucken. Oh, der ist ein bisschen laut, das sehe ich. Ja, ich wollte meinen Ton reduzieren, aber die X-Tory sagt nein. Okay. Beim Mikrofon sagt er, ja, hier guck mal, kannst du einstellen, wie laut, aber Dings Nee, nicht. ich meine Und die. dass sich die Steam-Output-Regelung auch nicht auf die, irgendwie ändert. Also, wenn nicht, also da hat sich auch nichts geändert, wenn ich das hochdrehe. Ich dachte, ich meinte eigentlich nicht den Sound, ich meinte eigentlich den Minecraft-Sound. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, wir auf 50% meine ich. Ja, ich habe den auf 30. Laut der Test, also laut meinem Test, den ich gemacht habe, reicht das Genau. locker aus. So, jetzt hau ich hier erstmal Eisen, ganzes Stack Eisen in den Ofen. Holzkohle. Weiß ja nicht, wie viel wir brauchen für die.
Keiner. Wir brauchen Gold. Ja, Gold habe ich noch nicht. Dafür brauche ich erstmal neue Spitzhacken gleich. Und ich muss erstmal was zu essen aber haben. Ich kann mir erstmal Ja. hier von den. Mal drei. Ja. Hier machen wir noch eine blaue Spitzhacke. Mach mir mal zwei rote Spitzhacken. Wo haben wir denn. Und mach mir noch ein Schwert. Ein Schwert mach ich mir auch. Mein Schwert hält Mach. sich. Mein Schwert hält Ja, sich. Mann. Ich hab hier nur ein Eisenschwert. Ja, ich habe ja noch das Bronzeschwert. Da gemacht hast, das habe ich immer noch. Ich habe nur ein So. Eisenschwert. Ein Bronzeschwert hält ja länger wie ein Eisenschwert. Ja. So. Nutze ich erstmal die Spitzhacke weiter, dass die wegkommt und dann. Jetzt muss es Tag werden, lass mal schlafen gehen. Ich hoffe, dass. Damit wir erstmal hier Lo. das loswerden vor allen Dingen und vor allen Dingen was es zu essen kommen vor allen Dingen. Ja. Ich habe noch 11 Rottenfleisch. Ja, das ist super. Habe ich auch schon Letzte gegessen. Kiste, ich habe jetzt bestimmt, dass die letzte Kiste Nahrungskiste ist. Ja, ist okay. Da müssen doch Pilze auch rein. Also Samen kann man da auch reintun. Okay, dann räume ich gerade um. Weil auch Samen wird ja essen. Jo. So. So, sind jetzt die ganzen Viecher hier draußen alle verbrutzelt? Ja, toll, super. Jetzt hast du einen großen Baum hingestellt, dann stellen sich die alle drunter. Ja, klasse. Ja, auf dem Der Feld. ist doch klein. Auf dem Feld steht auch ein Skelett. So, jetzt. Mal gucken hier. Hey, wir haben genau einen Dingensbaum hier näher. Also ich weiß schon, was ich genau hierhin bauen werde. Okay. Hier werde ich einen Magierturm bauen. So, ich mache jetzt erstmal hier. Weil eben genau hier eine Aura sein wird, ist. Woher willst du das wissen? Oder weil da so ein Silver Tree Ach steht. so, okay. Oder ja, mal gucken, wenn ich werde mir vorher die Brille bauen oder natürlich gucken. Aber ja, ich möchte halt eine möglichst große Aura-Quelle da in Aura-Not haben. Ja, ist mir schon klar. Voll, macht hier Sinn. Magierturm Jo, und jo, so. jo, jo. Am liebsten hätte ich ja Ars Magica, aber das soll Probleme verursachen, wenn ein paar Mods die wir haben. Okay. Und mit Optifine vor allen Dingen. Also steht direkt bei dem Sweat drin, dass das Probleme mit Optifine macht. Ach so. Also richtig cool, da kannst du so blinzeln und sowas lernen. Toll. Du bist halt richtig So. Magier, du hast halt eine extra Mana-Anzeige und so. Mal das sammeln, das hier. Schwarze Wolle. Schade, dass Reicht. da irgendwie kein Stahl drin war in den Kisten. Ja. Weil dann hätten wir hier die Futterstation bauen können, sobald wir ein bisschen Gold haben. Brauch noch mal eine Kiste. Oh, ich habe einen Bogen. Ja, ich habe einen Bogen schon weggeschmissen. Das verbrauchte halt. Ja. Also jeder, der jetzt bei mir zuguckt, was ich gerade gebaut habe. Verratet es mir. Soll ich dir verraten, was ich gebaut habe? Ja. Da! Was ist das für ein? Farbe ist seltsam. Das ist der Bergbaurucksack. Also, Damit ich also. mehr Rohstoffe sammeln kann. Ich will auch ein. Wir hatten nicht genug Seide und wir haben keine Wolle mehr. Ich habe die letzte Seide und die Wolle verbraucht quasi dadurch. Lol. Ja, musste ich ja. Sammeln wir noch ein bisschen Weizen und sowas rein. Gerade am Überlegen, ob ich das Feld umbaue. Mach das, glaube ich, mal eben. Ah, ich hole mir den Korn. Ja, sammel mal gerade so gut wie alles sowieso ab, was da drauf ist. Wo hast denn du den Eimer gelassen? Ach, da. Alles? Ja, also. Jetzt hier. Au, verdammt. Alter, wie mich das ein Schuss gemacht hat. Achso, ich war ja fast tot, stimmt. Da. Alles, wirklich alles wegreißen? Ja, Sekunde. Ja, ich muss die Setzlinge halt sammeln noch. Ich muss das Skelett kaputt machen gerade. Das Goldskelett hier, ey. Das ist echt krass. Gar nee. So. Ja, zum fetten Bogen. Ja, hat es auch. Aber auch verzaubert der Bogen noch unter anderem.
So, ja, ich muss hier einfach mal alles wegnehmen. Ich will jetzt trennen, weißt du? Ich will jetzt ein paar mehr Felder anlegen, für das alles, also für alles halt ein Feld. Alles weg. Weil das ist dann einfach besser, wenn wir das trennen schon mal. Warum wächst das hier? Warum ist das hier auch noch nass geworden? Das verstehe ich. 3, 4, 5 Felder vorstellen. Ich meine, das war mehr als nur vier. Das jetzt aus. Hier Ich meine, irgendwo. es waren irgendwie sieben oder acht oder so, meine ich. Weiß das gar nicht mehr. Wir gucken einfach mal. Hier auch noch größer wird. Oder es kommt von diesem Wasserblock hier. Ja, dann kommt das von diesem Wasser. Ja, das kommt von diesem Wasser. Oh. Dann mache ich jetzt hier 1, 2, 3. 1, 2. 3, 4. 3, 4. Wasser. So, jetzt brauche ich erstmal Wasser. Nur einen Eimer Ah, hab. ist ein See. Ups. Ups, ich meine, das war ein Zombie. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Den Zombie. Der steht da noch. Genau. Der verbrennt nicht, der hat nämlich einen Helm auf. Wie zwei Biegen-Dinger direkt nebeneinander sind. Aber wir müssen eigentlich auf der Suche nach einem Dorf gehen, noch irgendwie, wo Bienenhäuser sind. Ja, kannst du doch machen. Ja. Ich mach jetzt erstmal die Mache ich Felder. auch. Okay, also gehe ich jetzt Bienen suchen. Ich lege jetzt alles so am Wert ab, also außer Schwerter und dann gib ihm. Ja, weil ich mach jetzt erstmal die Felder. Das ist. Erstmal ein bisschen was zu essen haben. Vor allem, dass wir mehr von allem haben, halt auch gleich. Das ist nicht so ein bisschen, weißt du? Drei Sachen und dann, ja. Ich nehme mal das Eichenholz mit, falls ich auf einen Typ treffe, der handeln will. Machen ein bisschen Ja, Stein. kannst du. Ich habe gerade gesehen, dass wir noch was. Wir haben ja noch. Ich brauche nämlich mal eine neue Hoe. So. Hoe mache ich mal aus Grün. Baracken, damit es halt ein bisschen länger mal hält hier. Ja, diese Steinhoe, die ich da habe, die hält ja nicht lange aus hier. Ja, gleich wieder hin. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber besser als eine Holzhoe. Ja. Achso, ich wollte ja noch eine Schaufel noch haben, verdammt. Und ich sehe Gummibäume Hier übrigens sind von hierhin noch mehr aus. Höhlen im Übrigen. Okay. Okay, das ist nicht sehr tief hier. Was wollte ich jetzt bauen? Ach ja, eine Schaufel. Okay. Ja, ich mache mir auch. Tiefer Ich hatte als doch eine das. Schaufel. Brauche ich doch gar nicht bauen. Ich hatte doch eine. Bang. Ja, ich hab sie alle gemacht. Hast du die Setzlinge jetzt alle mitgenommen oder hast du die hier gelassen? Nö, die liegen alle in der Kiste. Alles klar, alles klar. Ja, dann mache ich hier nämlich mal so ein paar Felder, lege ich hier mal. Denn, vor allem, dass wir halt auch, wie heißt's? Wolle quasi haben, weißt du? Also Also, Strings. die Dingen sind ja cool. Aber. Also, die Schluchten. Ja. Oh, Entschuldigung. Aber es sind einfach zu viele. Schluchten. Ja. Ja, das stimmt allerdings, die sind, Hier ist eine ganz große Schlucht. okay. Alias Chunk. Fehlender Chunk. Okay. Ich habe hier so eine ganze Reihe von fehlenden Chunks. Los! Nein. Nein, das war eine schlechte Idee. Ja, wie gesagt, bei mir ist das jetzt nicht sehr spannend, aber halt, dass wir jetzt nicht nur in der Mine sitzen. Was anderes noch sehen, natürlich. Mache ich das jetzt auch unter Ja. anderem. Oh, und ich muss mal eben neu verbinden. Hui. Es geht weiter. Nein, ich will kein Sumpfdorf haben. Also es ist keins, aber schön weg vom Sumpf gehen. So, jetzt muss ich mal hingehen. Würden die alle wegreißen. Oh, hier ist noch eine Höhle. So. Erhöhen kannst du dir ja schon mal merken. So, halt machst du irgendwie einen Weg. Bin ich jetzt? Ja, diese Linie überall sind halt so Mini-Höhlen, Plains halt.
weit, das sehe ich gerade. Dahin. Hier ist eine große Schlucht. Wow, wäre ich fast reingefallen. Oh. Oh, da hinten ist ein Vulkan. So, mal 1, 2, 3, 4. Ja, das passt. Ich weiß gar nicht, wie viele Felder wir brauchen eigentlich. Gerade. Keine Ahnung. Jetzt zwei, drei Felder insgesamt haben wir jetzt. Reichen nicht. Meinst also einen Vulkan haben wir auch ganz in der Nähe. Das ist super. Der ist 381 Meter entfernt. Oh, das geht. Das stimmt. So, dann geht's weiter hier. Bepflanze ich jetzt mal das erste Feld und zwar am besten mit Samen. Halt für Weizen. Der Baum stört mich gerade jetzt ein bisschen. Der Herr Benek hier gepflanzt hat. Also Samen kannst du ruhig ein paar mehr machen, weil Samenöl und so. Ja, es ist klar. Es wird übrigens gerade dunkel, nur so als Info. Ich weiß, ich weiß. Wenn sie irgendwie eine Möglichkeit haben, sie hätten sich ja ein Bett mitnehmen können, oder? Oh, hier ist ganz viel Kuhfleisch. Okay. Auf dem Vulkan. Oh, waren da Kühe oben, also. Scheinbar. Also nicht da, wo die Lava ist, sondern... Ja, ja, ist mir schon klar. Fackeln, ich bräuchte... 7 Fleisch und 4 Leder. So, jetzt haben wir so in der Gegend gefunden. Hier sind Kuhherden, ganz viele. Okay. Das, ja, das Plains-Biom ist gigantisch groß, aber alle anderen nicht irgendwie... So, jetzt habe ich mal... Ich hab Angst. Das sieht... oder? Doch? Das könnte ein Dorf sein. Sumpfdorf, was will ich mit einem Sumpfdorf? Wo wohnen hier? Es ist nur ein Haus. Aber ein Dorf kann ja auch, ein NPC-Dorf kann aus einem Dorf ein Haus bestehen. Ja, kann. Ich weiß es nicht. Ja doch, es kann nur ein Haus gespawnt werden. Das ist dann wäre, dann ist dann immer noch eins. Ach so, okay. Aber es ist... Was zur Hölle? Es ist tatsächlich ein Haus. Aber es ist kein Dorf, also... Jetzt habe ich aber gerade richtig Glück gehabt. Lol, es ist sogar ein Blumentopf mit Filz hier drinne. Lol. Eine Cauldron. Lol. Das ist lustig. Also, ich auch noch nicht gesehen. Also wie man gerade bei mir sogar vielleicht gesehen hat, das war gerade sehr knapp. Ich habe gerade das Feld gemacht, so nebenbei. Dann kurz nach oben, auf einmal stand ein Creeper da, der kurz vorm Explodieren war. Oh Mann. Brauchen noch Wasser, aber das Problem ist... Ja, ich hätte mir echt Bett mitnehmen sollen, ja, erst recht. Dach war das Skelett. Ja, das ist so ein kleines Haus, das steht auf Stelzen in dem Sumpf. Gar nicht. Hm? Kenn ich gar nicht. Ja, hab ich noch nie nicht. Gesehen. Irgendein Mod generiert das wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil ich habe sowas noch nie gesehen. Nein, jetzt ist der Blumenkugel auf die andere Seite gefallen. Dabei wollte ich ihn noch mitnehmen. So, ich muss erstmal hier grad mich mit dem Creeper prügeln. So, jetzt geht's hier weiter. Brauchen den Eimer und Wasser. So, ich das mich jetzt todesmutig mitten in der Nacht einfach weiter. Ich baue hier auch todesmutig in der Nacht weiter. Oh, das sind Zombies. Ja, ich habe ja noch meinen Pferd. Ich hau gerade hier den Engwin, oder wie sich der auch meint. Der mit den roten Augen halt. Angry-Zombies. Ja, Angry, genau. Halt den Zombie mit den roten. Wow, das war knapp. Hey, nimm die Schaufel runter, du Zombie. Gib die her, los. Ach, schade. Also hier ist eine Höhle. Eine Höhle. Okay. Relativ groß optisch.
Ich habe mal einen Wegpunkt gesetzt. So, und jetzt ein.